Kommt auf die Frage, wo denn das Geld überhaupt herkommt, das Bild der Münzanstalt in den Sinn, die Banknoten druckt und Münzen prägt. Geld, so glauben die meisten, wird von der Regierung hergestellt. Das stimmt, aber nur zu einem gewissen Grad. Diese Wertsymbole aus Metall, von denen wir als Geld sprechen, werden tatsächlich von einer staatlichen Institution hergestellt, der Münzprägeanstalt. Geldscheine werden von den Zentralbanken in Umlauf gebracht. Aber der Großteil des Geldes kommt nicht von den Münzanstalten oder Zentralbanken. Er wird hergestellt, alltäglich in riesigen Mengen, von privaten Gesellschaften, die sich Banken nennen. Die meisten von uns glauben, dass Banken Geld verleihen, das ihnen andere anvertraut haben. Leicht vorstellbar, aber nicht die Wahrheit. Tatsächlich erschaffen Banken das Geld, das sie verleihen. Es stammt weder aus ihren eigenen Einnahmen noch aus verwalteten Guthaben, sondern unmittelbar aus dem Versprechen des Schuldners.